Lorenz Chips hat eine neue Special Edition für euch, nämlich die Naturals mit mediterranem Gemüse. Und diese Sorte ist sogar vegan und die probieren wir jetzt aus. Willkommen bei der Foodshow. Ja, Vorspann habt ihr sie gesehen. Die Lorenz Naturals mediterranes Gemüse. Eine neue Special, das war auch scheiße ausgesprochen. Special Edition, Spezialedition, Sonderedition, limitierte Edition, sonstige Edition. Ja, die sind ganz neu. Gibt es jetzt im Januar 2022, sind die aufgetaucht bei Aldi. Ja, und dachte mir, die probieren wir doch mal aus. Ich bin gespannt, was sie können. Ich habe mir ein bisschen was erhofft, als ich gelesen hatte, mediterranes Gemüse. Und oh Gott, da sind Zucchini drauf, Auberginen drauf, Tomaten drauf. Sind da echte Scheiben drin von denen? Nein. Schade. Es ist nur Gewürz. Es sind Kartoffelchips mit dem Gewürz dieses Gemüses, aber leider nicht mit diesen Scheiben. Ich fand das mal ganz geil. Es gab eine Zeit lang mal so richtig aktiv, dass es so Kartoffelchips gab, wo auch noch andere Gemüsesachen mit drin waren, zusätzlich als Chip. Das fand ich eigentlich ganz geil, weil es mal was erfrischend Neues war. Hat sich, glaube ich, in Deutschland aber nicht so wirklich durchgesetzt. Habe ich hier vielleicht jetzt auch gehofft. Leider ist es nicht so, aber vielleicht schmeckt es ja trotzdem mega geil. Darum finden wir jetzt erstmal raus, was ist denn hier eigentlich drin? Wir haben hier also Kartoffelchips in der Schale geröstet, das ist ja typisch bei den Naturals, mit mediterraner Würzung. Die Kartoffelchips sind auch vegan und glutenfrei, ist für den einen oder anderen sicher auch interessant. Kartoffeln, Sonnenblumenöl, dann Paprikapulver, das sieht man auch gleich, werdet ihr sehen, dass Paprika wirklich überwiegt von der Optik. Dann Zucker, Zwiebeln, Tomaten, Dextrose, Knoblauch, Petersilie, Aubergine, Zucchini, natürliches Aroma, färbendes Lebensmittelkonzentrat, fertig. 517 Kalorien, ist zu erwarten, sind Chips. Sind im Fett frittiert, sind ja nicht im Ofen gebacken. Also es gibt natürlich auch Chips, die im Ofen gebacken sind, aber die hier sind im Sonnenblumenöl gebacken, glaube ich. Das müsste Sonnenblumenöl sein. Glutenfrei, steht das eigentlich drauf? Habe ich genau, doch Sonnenblumenöl, genau. Ja, das sind sie. Ihr schaut es jetzt euch einmal in der Nahaufnahme an und dann probieren wir sie. Und ich bin gespannt, wie sie schmecken. Ich hoffe, sie schmecken richtig schön intensiv und... Also für mich darf jetzt hier die Kartoffel gleich nicht überwiegen. Für mich muss hier schon das Gemüse ein richtig schönes Spiel reinbringen und auch der Knoblauch. Darum, bis gleich. Ja, und hier sind sie jetzt einmal, die Chips. Man kann sie eigentlich ganz gut sehen, sind also so ganz normal gebacken. Man sieht diese Kräuterstückchen überall so verteilt. Also sie sehen jetzt nicht unlecker aus. So ein bisschen Paprika-Style so im ersten Moment. Ich kann euch nochmal einen Ticken Licht wegnehmen, dann seht ihr so ein bisschen die Farbe wieder ein bisschen besser. Und natürlich auch überall diese kleinen Bläschen, die entstanden sind. Also... Sieht gut aus, riecht gut, darum würde ich es auch jetzt sehr, sehr gerne mit euch probieren. Darum ab ins Probieren. Und da seid ihr wieder und jetzt schauen wir mal, was sie können. Wie gesagt, optisch sehen sie nicht schlecht aus, sehen aber schon sehr ordentlich aus wie ein Paprika-Chip. Ne? Hat diesen typischen Paprika-Chip-Charakter. Sie riechen aber wie so mediterranes Gemüse, also wirklich so wie eingelegtes Gemüse mit Öl. Also wenn man das so aus dem Glas holt, so, das so in diese Richtung riecht es auch. Knuspern gut. Oh ja. Die können was. Es ist wirklich so, die Kartoffelchip bringt zwar diese Knusprigkeit, die Kartoffel ist aber nicht so präsent vom Geschmack. Ich finde das zwar auch geil, wenn Chips so richtig schön nach Kartoffel schmecken. Hier will es ja gar nicht. Und es hat wirklich mit diesen ganzen Gewürzen, es könnte vielleicht ein bisschen intensiver noch nach dem Gemüse schmecken, aber du hast wirklich diesen Flair von diesem gegrillten Gemüse. Also wie wenn wir unser Ofengemüse machen. Das ist ja auch so eher so, ich weiß nicht, ob ihr das ab und zu mal macht, Ofengemüse, einfach Kartoffeln, ein bisschen Aubergine, Paprika, Knoblauch, auch Tomaten. Was schmeißen wir denn noch manchmal da rein? Manchmal auch mit Hähnchen oder ohne Hähnchen und dazu einfach nur einen Kräuterdip. Und das dann im Backofen, ohne den Dip natürlich. Und dann einfach mit Öl, ein bisschen Salz garen lassen, wenn es fertig ist, dann einfach schön snacken. Total lecker Ofengemüse. Ist dann schön weich, ist warm und das schmeckt wirklich so. Also es hat wirklich einen schönen Geschmack. Ist nicht zu übertrieben. Wie gesagt, es könnte ein bisschen mehr nach dem Gemüse schmecken, meiner Meinung nach. Weil die Gewürze wirklich mehr präsent sind. Knoblauch ist ganz leicht da, aber ich bin auch Knoblauch-Fan, also für mich kann es nie zu wenig Knoblauch sein. Aber es sind leckere Chips.
Wenn ihr Bock habt auf mediterranes Gemüse und ihr mögt diesen Geschmack, dann werdet ihr diese Chips sehr, sehr geil finden. Wie gesagt, gibt es ab sofort bei Aldi Nord in der Aktion, kommt jetzt aber auch in andere Märkte. Aldi Nord war jetzt der erste. Punktemäßig, ja, 4,5 von 5 kann man hier wirklich geben. Es ist ein leckerer Chips. Wie gesagt, es ist so, ihr fehlt noch so dieser Feinschliff, aber sonst sind das einfach leckere Chips. Probiert sie auf jeden Fall mal aus, wenn ihr es mögt, wie gesagt, mit dem mediterranen Gemüse. Und wenn ihr es schon probiert habt, schreibt in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und ich freue mich natürlich auch über Abos, Likes und was alles dazugehört. Wir wollen den Kanal mal auf die 10.000 hieven, also brauchen wir noch so 1.500 Follower, glaube ich. Also gebt mal Vollgas, empfehlt mich gerne an eure Freunde, Bekannte weiter. Freut mich auf jeden Fall und wir sehen uns in eines der nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao, euer Bob.